Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne in der Nuzlocke Challenge. Wir sind auf der Route 12. Wir dürfen übrigens auch noch ein neues Pokémon fangen, weil wir sind jetzt an der Küste von Ulaula und da haben wir noch nichts gefangen. Aber erstmal will ich mit dem Polizisten reden. Streicheln erlaubt, fangen verboten. Sämtliche Fleckmon hier am Strand unterstehen den Schutz der Behörden der Alola-Region. Okay, dann streichle ich sie nur. Meine Güte, wie viele sind das denn? Ich werde sie trotzdem alle ansprechen. Wenn ich jetzt die Bären anspreche, könnte ein Krabox herauskommen. Ich glaube, wir hatten schon eins gefangen. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ich schaue am besten mal in unseren Pokédex, ob wir Krabox schon haben. So, Pokédex. Ich schaue mal in den Mele-Mele-Pokédex, da dürfen wir es zuerst sehen. So, sehe ich Krabox? Ne, wir haben noch kein Krabox. Das heißt, ich kann ruhig die Bären ansprechen, dann wäre nämlich Krabox unter Encounter. Die Bären ansprechen, die Bären einsammeln eigentlich. Nee, kein Krabox, dann werden wir gleich surfen gehen und dort ein Pokémon fangen. Aber ich glaube, für den Moment würde ich wirklich mal Questchen wegnehmen von vorne. Und Pina Colada benutzen. Also Pina Colada. Schauen wir auch mal, ob es hier ein paar Schwimmer gibt. Kann ich irgendwo angeln? Da, das sieht gut aus. Schauen wir mal, was wir hier rausziehen. Ja klar, da beißt nichts an. Du hast ja auch nur wieder eine Sekunde gewartet. Okay. Natürlich hat meine Katze gerade wieder einen Schwanz auf den Tasten. Da tut die, hört nicht auf, bisschen nervt. Knirfig. Gott, Knirfig ist super hässlich. Aber es ist ein Pokémon, das wir noch nicht haben. Geh mal da weg, Clara. Du musst aufhören, mich zu stören. Wir machen einen Mogelhieb. Und ich würde sagen, eine Kraftreserve, das sollte dich eigentlich nicht besiegen. Wegen Eis. Macht sogar viel weniger Schaden, als ich dachte. Nein, jetzt machst du auch noch Aussetzer. Dann fange ich einfach an, Pokébälle zu werfen. Ach, da haben wir ja einen Pflügerball. Für geangelte Pokémon. Das hat den Pflügerball, sehe ich nicht oft. Clara, hör auf mich zu stören. Ich brauche jetzt einen Spitznamen. Es gibt einen Cocktail namens Kaioken, sehe ich das gerade richtig. Das ist ja wie ein Dragon Ball. Dich muss ich so nennen. Erstmal lesen wir den Pokédex-Eintrag. Wenn es über den Fortsatz an seinem Kopf Psychokräfte freisetzt, ertönt in seiner Umgebung ein unangenehmes Zähneknirschen. Deswegen knirfig. So, wie gesagt, ich nenne dich Kaioken. Top. Dass ich übrigens so schnell bin, damit das alles einzugeben ist. Keine Ahnung. Aber ich habe halt früher immer die Spitznamen ständig geändert in Rot und ich glaube, das habe ich einfach noch in mir. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier mal um, ob es hier vielleicht ein paar Schwimmer gibt. Sieht nämlich nicht danach aus. Wir sehen jetzt wieder ein Ersatz-Pokémon in der Box, was auch, denke ich, eine gute Wahl sein könnte. Weil sonst ein weiteres Pokémon stirbt in Wasserbücher. Ist ein ziemlich interessanter Typ auch. Hatten wir jetzt auch bei Fleckmon, aber irgendwie hat mich Lollipop ein bisschen enttäuscht. Hier gibt es keine Schwimmer. Dann werden wir jetzt weiter vorfahren? Nee, das war das falsche. Fortfahren? Vorschreiten, das Wort habe ich gesucht. Jo, auf geht's. Gegen die haben wir schon gekämpft. Gibt es hier noch ein Item vielleicht? Die Katze sitzt schon wieder auf meinem PC-Tisch. Auch jetzt Elekid gegeben. Ich meine, ich bin auch mit Questchen zufrieden, aber Elekid ist toll. Das wird zu schnell sein. Ich werde Pins reinnehmen und das Elekid einfach nur schnell erledigen. Naja, wenn ich hier fertig bin, fütter ich dich, du Depp, ja? Ich habe ihm extra Leckerchen gegeben, bevor ich aufgenommen habe. Und trotzdem muss die hier rumnerven. Das Lichtschild bringt dir jetzt auch nichts mehr. Ich habe Angst vor der Geisterprüfung. Die Geisterprüfung ist hart. Zum Glück dauert es noch ein bisschen, bis sie kommt. Diesmal nicht auf Fliegen drücken.
Hier ist ja gar nichts. Aha, doch, ein AP plus. Hey, das hat sich ja richtig gelohnt. Was ich natürlich gerne wieder auf White Clouds Gigasauger eingesetzt hat. Ich muss damit aufhören. So, das ist die Route 13. Ich muss noch mal kurz auf der Karte umgucken. Da ist noch eine Wüste. Ruinen des Giants. Okay, die Route 13 hat also zwei Zusatzgebiete. Obwohl, das da hat er auch noch ein weiteres Zusatzgebiet, nämlich die Küste. Ach, das war ein ganz eigenes Gebiet. Gut, erstmal hier lesen. Eine Oase vor der Wüste. Ach, hier ist unsere Story. Hey, Soleil! Tali, hau ab! Ich hab dir noch nicht verziehen. Chris hat mir alles erzählt. Du hast ihm geholfen, seine neue Maschine zu testen, mit der man Herrscher-Pokémon anlocken kann? Kommt mir bekannt vor, also haben wir beide unsere Prüfung bestanden. Klasse. Ob wir dadurch auch ein bisschen stärker geworden sind? Aber du bist ja sowieso ein echter Top-Trainer und deshalb schenke ich dir das hier, wenn es jetzt wieder ein Beleber ist. Endlich machst du mal was richtig! Sprecht ruhig noch etwas lauter, damit euch alle auf der Insel gut hören können. Oh, Gladio. Wow, wo kommst du denn her? Team Skull ist auf der Suche nach einem Pokémon namens Cosmog. Wisst ihr irgendwas darüber? Was? Wir verraten dir gar nichts. Wer wisst denn sowas? Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was können wir dagegen tun? Beschützt es, koste es, was es wolle. Ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg. Aber ihr tätet gut daran, auf meinen Rat zu hören. Beschützt Cosmog um jeden Preis. Dann sollten wir die Liebe schützen. Obwohl ich mich schon frage, woher Team Skull überhaupt von seiner Existenz weiß. Was meinst du damit? Hey, wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Soleil, was passiert mit Lilly, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lilly und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also auf zur nächsten Prüfung. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, meine Inselwanderschaft abzuschließen, um eines Tages von Kapuriki als Inselkönig anerkannt zu werden. Und wenn es soweit ist, will ich dafür sorgen, dass alle bei Pokémon-Kämpfen auch Spaß haben. Los, der Titel des Champs wartet auf uns, Soleil. Ich bin doch etwas salty, Tali. Das Dorf der Kapobus wohl was mit den Schutzpatronen zu tun hat? Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Das ist wahrscheinlich eines der Motels. Dieser Trainer muss ein wahres Scheusal sein, sein armes Pokémon so lange allein zu lassen. Das Pokémon im Gästezimmer wartet schon eine halbe Ewigkeit auf seinen Trainer. Ich trinke eine Demo. Oh Gott, ist die teuer! Shit, ich kaufe nichts mehr. Das ist ja vollkommen überteuert. So, wirklich. Demo für 700 Pokédollar. Das Vilusi hier? Wem gehört das Vilusi? Welche Malasa? Da gibt es Chili. Tja. Ich kann nichts Scharfes essen. Sonst nix. Keine Ahnung, wem das Vilusi gehört. Das ist natürlich irgendeine Sidequest, oder? Da ist einer, der Pampros reitet. Hüa, Pampros, auf geht's! Dieser Spruch gerade war das Markenzeichen eines Helden aus meiner Jugend. Vielleicht der Inselkönig von damals? Keine Ahnung. Den Inselkönig hier von Ula Ula haben wir übrigens noch nicht getroffen, weil ich fand es ziemlich offensichtlich, wenn er das erste Mal auftaucht, dass das ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Leute, die hier zugucken, das Spiel selber schon gespielt haben. Oh, einen Mondstein brauchen wir gerade nicht. Oder halt nicht. So, geht's denn hier lang? Tipps für Trainer. Wenn du mit dem X-Knopf das Menü öffnest, siehst du eventuell eine Zahl bei dem Symbol für den Festivalplatz. Diese Zahl sagt an, das brauchen wir eigentlich nicht. Sammeln wir ein. Da könnten wir was angeln, aber ehrlich gesagt möchte ich lieber am Gras. Ein Gras-Pokémon fangen. Deswegen werde ich jetzt erstmal gegen den kämpfen. Los geht's, ich habe vor, das gesamte Meer am Alola leer zu angeln. Oh, du bist gar nicht zum Kämpfen hier, sondern zum Angeln. Was, ein Pandia? Und du? Diese Oase wird nur so geschätzt, weil sich um sie herum die Hainer-Wüste erstreckt. Bei den Pokémon-Typen ist das ganz ähnlich. Manche Typen lernt man erst zu schätzen, wenn man selbst einem Typen-Nachteil unterliegt. Und hier haben wir noch einen Wanderer. Irgendwas beobachtet mich, da bin ich mir sicher. Mir läuft es kalt den Rücken runter.
Meinst du vielleicht das Pokémon da hinten? Was ist das denn? Die Hainerwüste ist ein natürliches Labyrinth. Um sie zu durchqueren, muss man sich angeblich die Steinstapel genau ansehen. Das heißt, die Zahlenfolge 2143 sei der Schlüssel zum Erfolg. Was das wohl bedeutet? Und du hast ein Voluminas. Ich gehe jetzt erstmal das Ätherhaus dort und rede mit dem da. Das freut sich. Das wirklich den Wanderer beobachtet? Also in den Äther-Van eher. Moment, sind das überhaupt die Äther-Leute? Was willst du denn von mir? Du kannst doch hier nicht so einfach reinspazieren. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Geh einfach wieder, oder willst du Ärger? Ich bin weg. Wie, puh, Glück gehabt. Damit meine ich dich und jetzt zieh endlich Leine. Ich will noch mit dem da reden. Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen des Gedeihens verborgen. Aber da die Winde ununterbrochen den Sand verwehen, sind sie nur sehr schwer zu finden. Will uns Capotoro damit vielleicht sagen, dass es von uns in Ruhe gelassen werden will? Ach, das wollte ich nicht. Ist das ein echtes Mogelbaum? Ja, ist es. Ja, dann gehen wir wieder, weil doch kein Äther-Ding. Ich gedacht, weil es so ein Wohnwagen ist. Du bist einer von Team Skull. Suchst du Stress oder was? Ich stehe hier voll derb Wache. Sind da Skull-Leute drin? Ja. Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die den früheren Inselkönig als Boss hatte. Wusstest du das schon? Aber irgendwann haben die übelsten Stress mit dem Capo gekriegt und dann hat sich der ganze Laden aufgelöst. Naja, der Großteil. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Capo-Pokémon ausgeliefert. Tja. Pech gehabt? Okay, ich schau mal, ob wir bereits zur Wüste können. Zur Hainerwüste. Alola, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bewache diese Barriere des Captains. Du darfst sie erst passieren, wenn du die Prüfung vom Typ Geist bestanden hast. Nee, wir müssen später kommen. Das heißt, wir dürfen hier noch nicht lang. Na dann, wir haben uns hier jetzt genug umgeschaut. Ist das hier jetzt ein neues Gebiet? Das ist das Dorf der Capo, ja. Das heißt, Route 13 hat überhaupt kein Gras. Hier kann ich also nur angeln. Na, dann wollen wir mal angeln auf der Route 13. Wir wollen doch gerne unser Pokémon mitnehmen. Mal schauen, was es gibt. Wenn es eins ist, das wir schon haben, werde ich den Fang allerdings wahrscheinlich auslassen. Nur ein Carpador brauchen wir nicht. Hey, Moment, wir haben Carpador noch gar nicht gefangen. Ich dachte, wir hätten es schon. Na, dann werde ich natürlich Carpador fangen. Hey, perfekt. Nicht Pokémon, sondern einen Pokéball möchte ich gerne einsetzen. Mal schauen, was nehmen wir denn für den Spitznamen für Carpador dann. Ich glaube, ich habe was. Ach, nehmen die Katzen jetzt wieder. Ja, wenn ich hier mit dem Part fertig bin, werden sie erstmal gefüttert. Da wurde ein Eintrag eingelegt. Aber das haben wir schon mal gesehen, ja. Also was macht ihr denn? Es ist schwach und unzuverlässig, aber es vermehrt sich unglaublich schnell. Deshalb trifft man es auch öfter an, als einem lieb ist. Ja, ich möchte dich Ginfis nennen. Ich glaube, das ist auch ein sehr berühmter Cocktail. Und top. Da ist das F. Ich weiß, warum ich das so schnell hinkriege, weil ich gewohnt bin zu tippen. Da fehlt was. Shit. Moment, da ist das Leerzeichen. Genau. Hört auf, euch zu streiten. 2Z. Das ist ein Weibchen. In eine Box, die brauchen wir erstmal nicht. Gut, das war unser Encounter für Route 13. Ich schau mich lieber. Mal, ja, das ist wirklich wahr. Route 13 hat kein Gras. Route 13 hat bloß Wasser. Dann wollen wir jetzt zum Dorf der Capo gehen. Da ist auch ein Pokémon-Center. Wir haben mal Zeit. Oh, hier regnet's. Dorf der Capo. Was macht Wuffels im Regen? Wuff, wuff. Was ist also das Dorf der Capo?
Hier erschien einst die Kapo, um Mount Lanakila zu beschützen, jenen Berg, der Sonne und Mond so nahe ist. Heute erinnert nur noch der Name dieses Ortes an jenes denkwürdige Ereignis. Okay. Wir müssen wahrscheinlich, da ist wieder Tali, also gibt's gleich wieder eine Szene, dann zur Geistprüfung gehen demnächst. Auch wenn ich Angst habe. Puh, hey Soleil! Das Ätherhaus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Oh, Bauarbeiter, wie der Professor gesagt hat. Auf dem Mount Lanakila entsteht wirklich eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Regionen gegen vier superstarke Trainer, die sogenannten Top 4, antreten muss. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen bzw. Inselköniginnen, das wäre doch spannend. Wer wohl gewinnen würde? Kommen wir erstmal nicht lang. Die Pokémon-Liga von Alola befindet sich derzeit noch im Aufbau. Und die Bauarbeiter? Alola, dank Pokémobil lassen sich die Baumaterialien ganz bequem durch die Gegend transportieren. Alola, wir stampfen hier eine absolute Spitzenliga aus dem Boden, also sollten alle hart trainieren, um auch absolute Spitzentrainer zu werden. Was habt ihr zu sagen? Der verlassene Laden? Du solltest dir zweimal überlegen, ob du da reingehen willst. Dort wimmelt es nämlich vor Geister-Pokémon und ehe man sich's versieht, lassen sie einen nicht mehr gehen. Wenn ihr übrigens glaubt, dass ich meine Pina Colada in der Geisterprüfung einsetzen könnte, habt ihr euch geschnitten. Viele Leute sagen, Capo Toro sei schuld daran, dass der Laden dicht machen musste. Ezornig nennen sie unseren Schutzpatron. Aber wenn du mich fragst, sind wir Menschen selbst schuld daran. Er kam auf die blöde Idee, einen Supermarkt auf dem heiligen Boden Capo Toros zu bauen. Das ist wirklich eine blöde Idee, vor allem wenn eure Schutzpatrone echt sind. Das Dorf der Kapo dürfte uns auch wieder einen Encounter geben. Encounter über Encounter. Moment mal, wieso ist denn da oben unser nächstes Ziel? Ach so, weil da das Ätherhaus ist. Stimmt. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Geistprüfung zum Glückshit. Warst du schon im Pokémon-Ressort? Je mehr Pokémon sich dort aufhalten, desto mehr Pokéboden findest du. In Alola gibt es erstaunlich viele Professoren, die Pokémon erforschen, nicht wahr? Professoren fühlen sich wohl allgemein von dem schönen Wetter hier in Alola angezogen. Der Wissenschaftler Akromas ist sehr stolz auf seinen aufsetzbaren Computer. Wegen seiner ausgeklügelten Wasserkühlung soll er einfach und praktisch in der Benutzung sein. Sag mal, hast du zufällig ein Alpolo dabei? Wenn ja, würdest du es dann vielleicht gegen mein Georok tauschen? Ich habe dein Gerücht über die zwei gehört und würde der Sache gerne auf den Grund gehen. Du willst wissen, ob sie sich entwickeln, aber ich habe leider kein Alpolo. Du weißt, wo du mich findest, wenn du es dir anders überlegst. Attacken wie Absorber oder Megasauger reiben dem Gegner KP. Ich frage mich, ob KP je nach Pokémon anders schmecken. Ich glaube schon, gibt dir auch die Fähigkeit Kloakensoße, wie bei dir Slimer, stimmt's? Wir werden noch unsere übliche Tasse Tee trinken, wenn es hier Tee gibt. Nein, dann trinken wir Kakao. Danke fürs Warten. Ein Enneker Kakao ganz nach Bestellung. Dieser Kakao umschmeichelt dich so sanft wie eine flauschige Enneko-Rute. Daher auch der Name Enneko-Kakao. Manche Leute behaupten aber, Enneko sei eigentlich eine Abkürzung für Energy-Kakao. Bei mir ist das ehrlich gesagt einerlei. Isst übrigens regelmäßig Pokébohnen auf? Pokémon sind sehr vielseitig geröstet, lassen sie sich zum Beispiel zu Kaffee verarbeiten. In Alola werden sie schon seit langer, langer Zeit verzehrt. Neuerdings schwärmen hier übrigens alle für die Pokébohnen, die ein gewisser Hermon im Pokémon-Ressort anbaut. Und hier ist deine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk, die gibt es nur einmal pro Tag. Yantara City? Ein Yantara Sabli, also aus Talos. Und das für deine Pokémon, dankeschön. Gut, damit haben wir unser Getränk getrunken. Jetzt haben wir noch circa 10 Minuten. Hier unten geht es dann zur Geisterprüfung. Kann sogar sein, dass ich da schon hin kann, aber ich will noch nicht. Manche Pokémon lassen sich nieder, die könnten wir eh nicht fangen. Okay, ich rede noch mit dir. Wenn man seine Schätze in der Blase von Anaresto verstauen könnte, wären sie dort bestimmt sicherer als in jedem Tresor. Dann fangen wir mal unser Pokémon. Hallo? Endlich. Was ist denn unser Encounter für Route, für das Dorf der Kapu? Ein Mangospector, da ich glaube ich auch noch kein Mangunior habe. Eigentlich keine so schlechte Wahl. Da es gerade regnet, ist es allerdings ein bisschen blöd, Questchen vorne zu haben.
Ich werde Pina Colada rauskriegen. Ein Biss. Hui, hat doch nicht wehgetan. Vogelhieb. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Attacke bringen. Eine Standpauke könnte ausreichen. Ja, das dürfte eigentlich genau richtig sein. Ich werde es mit einem Superball probieren. Superbälle. Oh, das wird ein Superfang. Ich hab's gehört. Ja. Na dann, was nehmen wir denn? Das hatte ich noch nicht. Das hatte ich Mai Tai schon. Ich hatte schon viele Namen mit M. Ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Das war ein Männchen, oder? Ich würde sagen, ich nehme Malibu. Ich glaube, den Namen hatte ich noch nicht. Finde das Spuren potenzieller Beute, legt es sich sofort auf die Lauer. Spätestens bei Sonnenuntergang liegt es aber ein. Es ist ein Beschattungs-Pokémon. Das heißt, deswegen trifft man das nie in der Nacht. So, ich wollte Malibu nehmen. Und hopp. Da sind meine Ilz. Wo ist das B? Ja, vorhin war ich noch so gut, das alles zu finden. Das ist sogar für unseren Pokédex relativ gut, dass wir viele verschiedene Pokémon finden. Das freut Rotom. Das war unser Encounter, wie gesagt. Dann gehen wir jetzt weiter. Und das ist die Route 15. Das ist ja schon wieder ein neuer. Tja. Ihr Prüfungshelfer sind dazu da, euch auf eurer Inselwanderschaft zu unterstützen. Meine spezielle Aufgabe ist es, die Stärke der jungen Generation zu messen. Deshalb möchte ich, dass du alle Trainer auf Route 15 besiegst und dann zu mir kommst. Unsere nächste Aufgabe. Düse mit Tohaido herum. Ich lasse mir noch Zeit mit der Geisterprüfung. Ätherhaus, sie rücken Menschen und Pokémon zusammen. Dann gehen wir mal hier rein. So, wo ist der Professor denn? Tali ist hier. Haus Olay, das ist also das Ätherhaus. Oh, jemand Neues. Ihr müsst kämpfen, ihr müsst kämpfen. Wie, wo, was? Wir passen hier auf, bis Lola wieder zurück ist. Wir haben uns einfach mal so zum Kampf herausgefordert, die beiden. Ich nehme an, es wird ein Doppelkampf mit Tali. Nee, wir kämpfen allein. Ein Elekid. Ich denke, da kann endlich mal Questchen kämpfen. Klar, reich fütter dich danach. Das versteht sie natürlich nicht. Ein Donnerschlag? Aua. Nicht aua, hat ja gar nicht wehgetan. Noch eins sollte ausreichen. Du bist echt gut mit Verbrennung, Questchen. Ach, dann mache ich einen Body Slam. Noch ein Donnerschlag, der wird nicht viel bringen, da du jetzt wegen Verbrennung deine Angriffskraft halbiert hast. Perfekt. Du! Tja, sorry, Kleiner. Ich kämpfe wie ein Großer, gar nicht schlecht, oder? Kannst du deinem Melgunja mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Hank! Da bin ich wieder. Sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Hapu geblieben, aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könntet ihr doch eine Prüfung absolvieren. Welche? Na meine natürlich, ich bin schließlich ein Captain. Sag bloß, das wusstet ihr nicht. Es war doch klar, du hast so ganz Zitkraftring dabei. Weiter geht's mit Lolas Prüfung, dafür solltest du erstmal das Haus verlassen. Meine Prüfung findet an einem verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Ätherhaus auf mich, dann führe ich dich persönlich dorthin. Hier im Ätherhaus leben wir zusammen mit den Pokémon. Die Ether Foundation kümmert sich darum, dass es uns allen gut geht. Ja, jetzt kommt die Geisterprüfung doch.
Irgendwie habe ich mich an den kleinen Racker und seine Bisse gewöhnt. Ich werde noch eine Weile hier bleiben und mich ausruhen. Hinten ist ein Kommandutan. Wir schauen uns noch im Ätherhaus um. Und können wir den Part wahrscheinlich auch beenden. Ein Reislaus. Viele, viele Betten. Irgendwie ist der Tisch winzig, ob die Kinder hier wohnen. Und hier? Ich muss die Katze füttern. Ach, hier werden wirklich Kinder vor allem zu wohnen. Spielzeuge, das ist alles. Huch, da war eine Zugadezelle. Ja, es wird, geht ja immer nur sehr sauer. Sieht aus, als warst du es erstmal. Dann gehe ich jetzt erstmal raus. Wahrscheinlich Lola rauskommen. Oh, da ist Lili. Was soll das? Lass das bitte! Was denn? Eine Handtasche hat sich plötzlich bewegt. Da wird man wohl noch neugierig sein dürfen. Es könnte ja ein seltenes Pokémon drin sein. Ich glaube nämlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein, also lass mal rüberwachsen. Kämpfen wir gegen Team Skull, hm? Soleil! Schon klar, jetzt kommt der müde Trainer, der das Mädchen in Not beschützt. Aber die Tour vermassel ich dir, wart's ab. Das habe ich total vergessen, dass das passiert. Ich dachte, das kommt alles erst später. Skullrüpel fordert dich heraus. Ach, du bist mal wieder der Rüpel A. Ach, du meine Güte. Du bist mir ein bisschen zu stark, ehrlich gesagt. Ich werde Pina Colada rausholen. Hoffentlich machst du eine Fischu-Attacke. Ja. Und jetzt werde ich mal wieder mit dem Mogelhieb neuen. Ich liebe die Team Skull Musik. Eine Standhauke, bitte. Ah, hat nicht ganz gereicht. Och nö, vergift mich doch nicht. Egal, wir kriegen es ja gleich hinüber. Ganz schön viel Schaden gemacht. Ah, jetzt habe ich wieder auf Fliegen gedrückt. Verdammt, das darf ich doch nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was geht hier eigentlich ab? Ich muss doch ein Gegengift einsetzen. Tut mir leid, Pina Colada. Ich enttäusche die ganze Zeit meine Pokémon. Okay, genug. Mein Foto im Auto sieht auch schon total gelangweilt aus. Tschüssikowski! Puh, vielen Dank, Soleil. Ich wollte mich auch einmal wie ein Trainer fühlen und war gerade ein wenig spazieren. Hatte mich von Hapu verabschiedet, da wollte Wölkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wölkchen, du solltest dich auch bei Soleil bedanken. Juhu! Ich würde mich gerne hiermit bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselwanderschaft ein wenig von Nutzen sein. Oh, Luxusbille. Ich habe gerade meine Besorgungen gemacht, da habe ich sie aus einer Laune herausgekauft. Oh, Lilly. Alles okay mit dir? Du siehst so erschöpft aus. Hier im Ätherhaus kannst du dich ausruhen. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfs der Kapu statt, Soleil. Komm am besten einfach mit. Ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Aber zuerst muss ich Pina Colada heilen, weil ich bleibe vielleicht noch ein bisschen auf dieser Route. Wo sind meine Status-Heilmittel? Da ist mein Gegengift. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.